Was geht ab, Jungs, und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar sprechen wir heute über alle Leaks, die jetzt demnächst kommen werden, und über das neue Event, wovon wir aber bisher noch nicht allzu viel wissen. Ihr seht es schon im Hintergrund, als allererstes werden Prime Icon Desai und der mittlere Matthäus bald als SBC kommen. Der Prime Desai kostet aktuell 630k. Ich denke, seine SBC wird so um die 500-550k circa kosten. Und mittlerer Matthäus kostet aktuell 1,2 Millionen. Seine SBC sehe ich bei circa 1 Million. Vielleicht auch ein bisschen günstiger, wer weiß. Ich denke, der Preis von beiden wird natürlich auch noch droppen, wenn die SBCs rauskommt. Dann haben wir noch die Top-Partien, die heute kommen werden. Wer später Bock auf den Livestream hatte, ich bin, denke ich, so um 5:30 live. Das sind die Top-Partien, also ihr könnt ruhig in die Spieler investieren und die dann überteuert verkaufen um 19 Uhr. Ist, denke ich, eine sehr, sehr einfache Methode, um Coins zu machen. Und ganz, ganz wichtig, keine Tokens sind in diesen Top-Partien dabei. Viele warten noch auf das 30. Future-Star-Token, wobei ich mir denke, ich glaube, der wird niemals kommen. Das war einfach nur ein Fehler von EA wahrscheinlich. Aber nur, damit ihr das schon mal gesehen habt. Außerdem werden ja bald noch die Prime-Icons kommen und Fuchel schreibt, dass die wahrscheinlich am Sonntag kommen werden. Die werden auf jeden Fall zu 100% dieses Wochenende kommen. Das heißt, die mittleren Icons verschwinden aus den Packs und die Prime Icon Moments kommen. Und ja, am wahrscheinlichsten ist es am Sonntag, schreibt Food Sheriff. Und kommen wir zu dem neuen Event. Also hier steht, dass das neue Event Silver Star Series heißt und am 4. März beginnt. Heißt also erst nächste Woche Freitag und nicht morgen. Was für uns bedeutet, entweder kriegen wir ein zweites Road to the Finals Team oder wir kriegen für eine Woche eine andere Promo. Bisher wurde noch nichts zu beiden geleakt, also da weiß man noch nicht, was da genau abgehen wird, aber ich vermute mal eher eine Road to the Finals mit Team 2 und nochmal Mini-Release etc. Irgendwie scheint es dann doch mit den Leaks bergab zu gehen, also wir haben jetzt mittlerweile Donnerstag, vor ein paar Wochen hätten wir schon längst das zweite Team oder das neue Event geleakt bekommen. Ich bin gespannt, was heute noch so im Laufe des Tages kommen wird, aber wir haben auf jeden Fall bestätigte Silver Stars Karten, wie zum Beispiel Joelinton und halt hier einen Rutter oder Rutter, keine Ahnung, wie der ausgesprochen wird, von Hoffenheim. Der kommt aber diesmal als Objective. Genauso wie ein Musonda. Der könnte so aussehen. Mal schauen, ob der 5-Star Skills bekommt. Hier habt ihr noch eine kleine Übersicht zu den ganzen geleakten Spielern. Also De Bruyne ist noch am Start. Elanga von Menu. Dann der Dortmunder Stürmer, den wir letztes Jahr schon beim Future-Star hatten. Ich weiß gar nicht, wie der ausgesprochen wird. Reinier. Dann, wie eben schon gesagt, Joelinton. Aber als Mittelfeldspieler stelle ich mir auch ein bisschen komisch vor. Und wie eben schon erwähnt, Musonda. Aber wie gesagt, das sind alles nur Predictions. Die Stats sind nur Predictions. Das Einzige, was wir wissen, ist, dass wir viele 74er Silberkarten bekommen. Ansonsten haben wir wirklich gar keine Leaks mehr. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass EA nur ein Event raushauen wird mit Silberkarten. Das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen. Würde auch mit den Packs und mit dem Geld etc., was die machen wollen, gar nicht hinhauen. Weil stellt euch mal vor, die hauen dann irgendwie einen Lightning Round raus mit Silberpacks. Ich glaube, das würde nicht hinhauen. Ich denke eher, dass diese Silberkarten so ein Nebeneffekt sind vom Hauptevent. Und dass vielleicht irgendwelche Silberspieler einen riesen Upgrade bekommen, ähnlich wie Future Stars. Und dass diese spielbarer gemacht werden. Sollten es neue Leaks geben, werde ich die auf jeden Fall direkt posten, sei es auf Insta, TikTok oder auch als YouTube-Video. Das war's mit dem kurzen Video. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall eine Bewertung da. Was haltet ihr von diesem Silver Star Event? Was denkt ihr, was da kommen wird? Schreibt es mir auf jeden Fall in die Kommentare und dann würde ich sagen, sehen wir uns heute Abend im Livestream und morgen wahrscheinlich mit einem neuen Video, je nachdem, was geleakt wird. Also, bis später, Jungs, und haut rein! To vacation.